Hi Leute, ich habe mich gestern nicht gemeldet und heute auch ansonsten fast den ganzen Tag nicht. Das Wochenende war sehr, sehr entspannt, das war sehr, sehr schön. Es tat auch mal wieder echt gut, sich halt mal nicht zu melden und wirklich das entspannt zu nutzen. Das war wirklich richtig schön. Ja, also wirklich gestern wollte ich halt ausschlafen, weil ich ja Freitag so, so müde war, so fertig von dem Dreh und dem ganzen Tag. Und dann bin ich auch wirklich tot ins Bett gefallen. Ich bin sofort eingeschlafen und ich dachte eigentlich, dass ich Samstag ein bisschen länger schlafen kann. Und im Endeffekt habe ich, glaube ich, nur bis 10 Uhr noch was geschlafen. Ich habe gehofft, dass ich noch länger schlafen kann, aber naja, gut. Man kann es ja auch nicht erzwingen, ne? Ja, und dann bin ich aufgestanden, habe noch was gefrühstückt. Meine Eltern hatten schon gefrühstückt. Ja, und dann sind meine Eltern losgefahren, weil sie noch ein paar Erledigungen machen wollten. Mein Opa kam ja auch gestern nicht zum Mittag. Das heißt, es war eh alles mega entspannt. Sie wollten nämlich nach neuen Schränken gucken, die wir im Wohnzimmer uns hinstellen. Und die halt da neben dem Kamin stehen sollen, da wo Kamin und Fernseher quasi sind. Die sind in der Mitte und die Schränke sollen halt links und rechts stehen. Mein Vater hatte schon einen Schrank gesehen und den haben wir halt so quasi notfallmäßig genommen. Hätten wir notfallmäßig genommen, deswegen hat er den dann gesagt, komm, ist er mit meiner Mom da noch mal hingefahren. Mit mir war er ja, glaube ich, am Montag da, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ich glaube. Und ja, dann sollte sie sich den auch noch mal angucken. Ihr hat er nicht so gut gefallen. Und ja, dann sind sie noch mal woanders hingefahren. Jetzt haben sie Schränke gefunden. Die sind ein bisschen größer oder länger, wie auch immer man es nennen mag. Oder breiter, wie auch immer. Ich weiß nicht, wann man das sagt. Aber die würden sie jetzt wohl nehmen. Die haben sie jetzt, glaube ich, auch schon bestellt, aber es dauert natürlich, bis die geliefert werden können. Ach nee, genau, die haben sie nicht dort vor Ort bestellt, sondern haben sie dann im Endeffekt hier im Internet nochmal geschaut und haben sie dann dort gefunden und haben sie dann quasi dann hier nochmal dann zu Hause einfach im Internet bestellt, weil es die im Internet günstiger gab. Wir brauchen ja zwei davon, einmal links einen Schrank davon und einmal rechts einen Schrank davon. Ist halt auch weiß-grau oder mehr weiß-anthrazit, also wir wollten ja das Grau haben, was unsere Couch ist quasi, was wir natürlich so nicht kriegen. Das heißt, bei den Schränken ist es jetzt ein bisschen dunkler, so ein Anthrazit. Dort bei den Schränken nennen sie es nicht Anthrazit, sondern Graphit, aber es ist, glaube ich, im Endeffekt genau das Gleiche. Ich habe in der Zeit, wo die unterwegs waren, habe ich einmal hier das Haus durchgesaugt und dann habe ich mein Video geschnitten, mein Haul für nächste Woche Mittwoch. Ich habe den komplett fertig geschnitten. Ich hatte ja unten Tag, glaube ich, schon mal angefangen, aber habe überhaupt nicht viel daraus geschnitten. Also ich glaube, ich habe gerade mal die ersten Produkte, also in dem Haul zeige ich, glaube ich, als erstes Produkte von Douglas. Ich packe euch mal den Haul vorsichtshalber in die Infobox und in die Infokarte, falls ihr nicht wisst, welchen ich meine. Und da zeige ich als erstes Produkte von Douglas. Und das habe ich als erstes auch nur geschnitten. Das heißt, es war noch gar nichts, wo ich reinschneiden musste mit Klamotten angezogen. Das kam dann erst ab der Hose von EMP. Die Hose mit den Skeletthänden und so. Ja, und das habe ich ab da an, habe ich dann halt quasi gestern alles geschnitten, weil ich auch gesagt habe, ich will das halt alles fertig machen. Dann habe ich fast auch noch überlegt, meinen Vlog gleich für nächste Woche Sonntag zu schneiden, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Ja, weil ich dann den Rest des Tages eigentlich nur noch chillen wollte. Wir haben dann erstmal Mittag gegessen, meine Eltern und ich. Es gab ja bei uns Schichtkohl, das esse ich sehr, sehr gerne. Ja. Und mein Vater ist dann raus in den Garten und hat dann da so ein bisschen gechillt, hat dann das iPad mit rausgenommen und hat quasi von da aus Fußball geguckt. Meine Mom hat drinnen immer so ein bisschen Fußball geguckt, ist aber immer hin und her gerannt, weil sie ja auch Wäsche gemacht hat und so. Mein Vater hat im Endeffekt ein bisschen auf dem Stuhl auch draußen geschlafen. Ja, und ich hab draußen ein bisschen mit den Hunden so auf der Wiese gelegen, zwischendurch im Schatten, dann wieder in der Sonne, dann wieder im Schatten. Und dann, ich glaube, ich habe danach gar nicht mehr so viel gemacht. Ich habe immer ein bisschen mit meiner Mutter gequatscht, habe ihr dann ein bisschen bei der Wäsche geholfen. Es kam nämlich dann auch noch ein Kumpel von meinem Vater. Und mein Vater war dann quasi die ganze Zeit draußen mit dem im Garten. Ich habe dann mit meiner Mutter ein bisschen was gemacht. Sie hatte eigentlich schon wieder nach neuen Reisen geguckt. Ja, aber ansonsten waren wir halt hier die ganze Zeit. Ich habe mich noch ein bisschen, bin dann zwischendurch immer mit den Hunden Gassi gegangen. Naja, halt so ein paar kleine Sachen eben, die man so immer am Tag halt macht. Zum Beispiel Gassi gehen gehört jetzt standardmäßig zum Tag dazu. Aber ich meine halt, wir haben halt wirklich gestern nichts Besonderes weitergemacht. Meine Mom und ich haben dann so abends, erst kam auf irgendeinem Sender zwei Folgen Hawaii 5-0. Ich weiß immer nicht, wo das kommt. Und dann haben wir noch, wo die dann durch waren, haben wir noch den Rest The Beach geguckt. Das kam auch auf irgendeinem Sender. Ja, und dann sind wir eigentlich schon schlafen gegangen. Wir waren irgendwie mega müde, also meine Mom sowieso.
Und ja, ich war dann auch irgendwie mega müde. Dann sind wir noch schnell Gassi gegangen und dann sind wir hoch ins Bett. Mein Vater kam dann irgendwann in der Nacht dann hoch, wo dann der Kumpel von ihm dann gegangen ist. Und heute habe ich auch wieder nur bis 10 Uhr noch was geschlafen, ich weiß auch nicht. Aber dann gab es halt um 12 schon wieder Mittag, weil mein Opa ja um 12 zum Mittagessen kam. Und dann haben wir Mittag gegessen und dann hat meine Mama mir ein bisschen geholfen bei so ein paar Sachen, because of my future, weil wir so ein paar Sachen machen wollten. Ich habe auch nochmal Bewerbungen rausgeschickt zu verschiedensten Firmen und so, was ich halt machen möchte. Einmal nochmal bezüglich Jobs, das, was ich jetzt gelernt habe, dass ich da nochmal vielleicht, ich habe mich jetzt nochmal bei ein paar Firmen beworben, hoffe, dass es da vielleicht klappt. Wenn nicht, habe ich mich jetzt auch schon mal für eine neue Ausbildung beworben, die ich aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr anfange oder wenn es geht, eigentlich fängt diese, würde die Ausbildung am 1.8. beginnen. Aber ich kann da ja nicht, weil ich ja Ende August im Urlaub bin. Ich habe aber gesagt, wegen frühesten Termin, wo sie mich nehmen könnten, wäre dann quasi am 1.9. sozusagen. Vielleicht würden sie ja auch sagen, jo, du kannst später einsteigen, dass das gar kein Problem wäre. Dann würde ich das natürlich machen. Dann würde ich das natürlich nicht erst auf nächstes Jahr verschieben mit der neuen Ausbildung. Aber wenn es halt nicht anders geht. Und dann habe ich mich auch gleich nochmal so, wie gesagt, für Jobs halt, also einmal für den einen Job dann noch beworben. Weil das wäre natürlich noch schöner, wenn der klappt, dann müsste ich keine neue Ausbildung machen. Ich sag mal, so rein theoretisch ist es für mich kein Problem, eine neue Ausbildung zu machen. Meine Angst ist nur, ich bin ja nicht so der Typ, ich bin ja nicht so, dass ich sage, oh ja, geil, diese Prüfungen, weil ich bin so ein Mensch, ich habe extreme Prüfungsangst. Und das ist das, wovor ich eigentlich am meisten Angst habe, wenn man dann die neue Ausbildung macht. Du musst ja in dieser Ausbildung auch Prüfungen machen. Und das ist das, wovor ich mega Angst habe. Und ich will halt keine Prüfungen mehr absolvieren, weil ich, oh mein Gott, ich habe so Prüfungsangst, das ist so schlimm. Ja, ich sollte aufhören. Ich habe immer vor so vielen Sachen Angst. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so schlimm. Ja, und dann habe ich auch gleich noch mal nach so ein paar Sachen geguckt, wo ich sonst vielleicht jobben könnte, wenn das jetzt mit der Ausbildung dieses Jahr nicht klappen sollte und sollte das vielleicht auch mit dem Job nicht klappen, habe ich jetzt auch gleich noch mal mich umgeguckt, was ich denn sonst so lange für Jobs machen könnte, wo ich jetzt so ein bisschen jobben könnte, noch bis nächstes Jahr vielleicht, um Geld zu verdienen. Was ein bisschen mehr als Komparse ist. Und da habe ich mich halt gleich mal ein bisschen umgeguckt. Da habe ich jetzt noch keine Bewerbung losgeschickt. Da kümmere ich mich dann vielleicht nächste Woche jetzt dann drum. Also jetzt ab morgen quasi so ein bisschen. Ja, da kümmere ich mich dann wahrscheinlich ab morgen so ein bisschen drum und schicke dann nochmal Bewerbungen raus. Meine Angst ist nur immer, ich will halt keine Kassiertätigkeiten machen. Aber da, wo ich mich meistens, wenn dann bewerben würde, müsste ich meistens auch Kasse mit dazu machen. Und das ist eigentlich das, was ich nicht machen will und wovor ich mega Angst habe. Aber vielleicht sollte ich da mir nicht so den Druck machen und sagen, komm, so schwer ist Kasse vielleicht gar nicht. Das sagen mir auch immer meine Freunde, dass ich mir da selber nicht so die Angst machen soll. Und ja, das ist nur, wenn man die Dyskalkulie hat. Ich glaube, das versteht man als Mensch, der die Dyskalkulie nicht hat, versteht man das, glaube ich, nicht. Es ist halt wirklich so schlimm, also. Ich meine, selbst wenn ich an der Kasse stehe und irgendwie passend bezahlen will, was ich ja meistens auch nicht mache, ich gebe einfach gleich irgendwie einen Zehner hin, obwohl es nur 2 Euro noch was kostet. Und wenn ich einen Zehner in der Tasche habe, gebe ich da einen Zehner hin. Nee, aber weil ich bloß nichts ausrechnen muss. Und wenn ich dann doch mal sage, okay, jetzt will ich mein Kleingeld loswerden, dann zähle ich das doch mal zusammen. Und selbst da zähle ich so oft, weil ich Angst habe, dass ich mich verzähle. Und ach, das hat alles mit dieser Dyskalkulie zu tun. Das ist so schlimm. Ich glaube, es ist natürlich schon besser geworden als früher. Aber ja, ich sollte mir vielleicht selber nicht so eine Angst machen. Und ich glaube, Kassiertätigkeiten gehören ja nun mal leider dazu. Und man trägt ja wahrscheinlich am Anfang eh erstmal noch ein Schild mit dem, ja, oh, ich bin Anfänger und so. Vielleicht ist es dann noch mal ein bisschen einfacher. Mal gucken. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt noch mal im Internet so ein bisschen umgeguckt und mal sehen, was ich dann vielleicht noch mache, wo ich mich dann noch bewerbe. Ja, und dann haben meine Mom und ich Kaffee und Kuchen gegessen. Also okay, wir haben Kakao getrunken und Kuchen gegessen. Mein Vater hatte noch geschlafen. Dann kam sein Kumpel nochmal vorbei, weil die nochmal was machen wollten. Und meine Mom und ich sind dann mit den beiden Hunden aufs Feld gegangen, mit Eddie und Chico. Es war auch sehr, sehr schön. Ich habe ja auch eh nicht so viel dort aufgenommen. Ah, es war richtig schön. Ich mag das immer, wenn wir aufs Feld gehen. Im Winter hat man ja da nicht so die Motivation zu, aber im Sommer. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ich habe zu viel an, weil mir irgendwie so warm war. Aber meine Mom meinte so, ja, das ist irgendwie heute gar nicht so warm wie beim letzten Mal. Letzten Sonntag war das ja richtig heiß. Also ich glaube, es war die
Diesmal auch nicht ganz so heiß, glaube ich, wie letztes Mal, aber es war trotzdem mega heiß. Aber man hatte auch nicht das Gefühl, dass es so heiß ist. Aber wenn man da auf dem offenen Feld steht, dann merkt man schon, okay, es ist doch ganz schön heiß. Deswegen habe ich mich geärgert, dass ich eine lange Jeanshose angezogen habe. Zum Glück in Blau, nicht in Schwarz, aber trotzdem. Ja, und jetzt sind wir wiedergekommen und wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich noch überlegt, auch jetzt vielleicht schon mal einen Vlog zu schneiden für nächsten Sonntag. Aber mal sehen, ob ich da jetzt noch zu komme, weil eigentlich weiß ich nicht, ob meine Eltern jetzt noch irgendwie wegen Abendbrot essen dann, ob wir was geplant haben oder so. Ja, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall auf dem Feld so schön. Ich muss sagen, ich genieße das richtig. Ich liebe das so. Ich wünsche, das gäbe einen Job, wo man einfach immer nur mit Tieren kuschelt. Nein, keine Ahnung. Nee, ich genieße das so. Ich liebe das, wenn wir aufs Feld gehen und so. Das ist so, so schön. Ich mag das unglaublich gerne. Das ist richtig toll. Klar gehe ich auch, bin ich ja auch oft alleine schon aufs Feld gegangen. Das ist natürlich immer noch mal schön, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammengeht. Und vor allem, wenn es halt zwei Hunde sind und so. Ja, ich mag das ganz, ganz gerne. Im Moment bin ich auch so glücklich, irgendwie mit beiden Hunden, sowohl mit Chico als auch mit Eddie. Das ist irgendwie so schön. Ich meine, klar, Chico ist der Hund von meiner Cousine. Ist ja nicht mein Hund. Nur Eddie ist mein Hund, quasi. Aber es ist trotzdem im Moment mega schön. Ich mag das ganz gerne. Vor allem, weil ich ja auch relativ viel Zeit für die beiden habe. Und ja, natürlich habe ich nicht... Man denkt jetzt wahrscheinlich dafür, dass ich halt wirklich nur diese Komparsenjobs mache und immer, wenn ich nur meine Aufträge habe, was vielleicht einmal die Woche ist, dass ich dann nur weg bin. Und ansonsten denkt man ja wahrscheinlich, oh, du hast alle Zeit deines Lebens. So viel Zeit habe ich dann aber auch doch nicht, weil ich ja dann doch viel auch Serien gucke. Klar, da nutze ich meine Zeit, um mit den Hunden zu kuscheln. Das muss ich auch noch weiter gucken. Keine Ahnung, ob ich heute noch weiter gucke oder morgen. Mal sehen. American Horror Story. Ja, aber ich schneide ja auch meine Videos, drehe meine Videos und das dafür ist auch keine Zeit. Ich habe heute auch bei Instagram nach Videovorschlägen gefragt und habe ein paar bekommen und waren auf jeden Fall ein paar gute dabei. Waren jetzt auch welche dabei, wo ich dachte, keine Ahnung. Ein paar sind schwierig immer sofort umzusetzen, aber das ist sehr, sehr gut, weil ich brauche immer erstmal Videovorschläge. Die werde ich, einige hatte ich ja schon, die ich im Hinterkopf hatte, aber irgendwie noch nie geschafft habe umzusetzen. Aber rein theoretisch habe ich dafür im Moment die Zeit und könnte sie im Moment wahrscheinlich besser umsetzen als je zuvor. Deswegen sollte ich mich da vielleicht mal ranmachen. Ich habe mir alles abgespeichert, habe mir alles aufgeschrieben, was so die Videovorschläge anging und werde schauen, wann ich wie wo was umsetzen kann, um euch gute Videos zu bieten. Ihr könnt natürlich immer wieder gerne Videovorschläge hier auch in die Kommentare schreiben. Natürlich heißt das nicht, dass ich alles davon umsetze, das müsst ihr verstehen, weil es bestimmt auch Sachen dabei sind, worauf ich selber gar keinen Bock habe. Oder Sachen, die für mich einfach unmöglich sind umzusetzen. Und weil auch immer wieder gesagt wird, dass Leute sich über ein Q&A freuen würden, dann brauche ich eure Fragen. Ein Q&A und Betty kommentiert Kommentare ist ja in einem, fasse ich ja in einem zusammen. Das heißt, ich brauche überwiegend YouTube-Fragen oder YouTube-Kommentare. Das heißt, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt sie am besten hier in die YouTube-Kommentare. Meine zweite Ausweichmöglichkeit wäre dann noch Instagram-Kommentare, also unter Bildern einfach. Da könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne Fragen stellen. Aber am liebsten sind mir natürlich YouTube-Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch über Ask.fm Fragen stellen, aber ich nehme immer schon so viele Fragen von Ask.fm rein. Ich brauche unbedingt mehr dann von YouTube oder von Instagram. Ist auch noch okay, aber überwiegend YouTube wäre schon cool. Deshalb, alle Fragen, die ihr an mich habt, die ihr zu meinem Komparsen-Dasein habt oder wenn ihr sonstige Fragen irgendwie habt, einfach hier in die Kommentare ballern und ich versuche sie dann in einem Betty kommentiert, Kommentare zu beantworten. So, damit habe ich mich dann heute auch mal wieder gemeldet. Dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Sonntag habt oder wenn das Video an einem Mittwoch online geht, einen schönen Mittwoch. Ansonsten, ja. Egal, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder was auch immer. Hi Leute, ich bin heute nicht mit Wecker aufgestanden, weil ich irgendwie nicht so wirklich Lust hatte, mit Wecker aufzustehen. Aber ich glaube, ich bin heute trotzdem nicht so spät aufgestanden. Ich glaube, ich bin 9 Uhr noch was aufgestanden. Kann auch sein, dass es schon kurz vor 10 war. Aber es geht. Also ich hätte echt gedacht, dass ich länger schlafe. Morgen würde ich definitiv natürlich wieder mit Wecker aufstehen. Ich hätte auch fast morgen einen Dreh gehabt, aber dann war leider der Platz doch besetzt. Ich glaube, ich wäre irgendwie wieder Spätikunde und Kaffeegast gewesen. Aber ja, es war scheinbar schon besetzt. Ja. Schade.
Also die Position war schon begeben, als ich zugesagt habe. Es wären auch diesmal gar nicht so viele Stunden gewesen. Also das heißt, klar, es wäre dann auch wieder weniger Geld gewesen. Aber es wäre halt auch nicht ganz so lange gewesen. Aber naja, schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hat. Ich habe aber auch sofort geschrieben, dass wenn irgendwo was anderes frei wird, dass ich gerne zur Verfügung stehe. Ich hoffe, dass ich trotzdem dann diese Woche noch was anderes bekomme. Dafür habe ich mich heute so ein bisschen... Ich habe gefrühstückt, währenddessen habe ich so ein, zwei YouTube-Videos geguckt, während ich gefrühstückt habe. Und dann habe ich mich eigentlich rangemacht, um meinen Vlog zu schneiden für diesen Sonntag. Weil den Haul für diesen Mittwoch habe ich ja schon fertig geschnitten. Ja, den Vlog für diesen Sonntag habe ich dann auch fertig geschnitten. Dann habe ich ein bisschen was zum Mittag gegessen. Und dann, also was wir noch so vom Wochenende übrig hatten, so Schichtkohl, aber nur so als Suppe. Ich habe das jetzt auch nochmal zum Abend mit meinem Vater gegessen, aber diesmal mit Kartoffeln. Und ich habe, nachdem ich ja dann dort Mittag gegessen hatte, unten so ein bisschen, habe ich dann wieder zwei Folgen American Horror Story geguckt. Ja, jetzt fehlen mir nur noch zwei Folgen. Ich habe fast überlegt, die heute noch zu gucken. Aber ich glaube, ich gucke sie doch morgen, damit ich dann morgen euch auch das Fazit sagen kann zu der kompletten neuen Staffel. Ja, ich war auf jeden Fall nur froh, dass ich für diese Woche schon alles fertig habe. Ich habe lange nicht mehr so weit im Voraus gearbeitet. Das heißt, ich habe heute auch schon angefangen oder jetzt gerade eben so ein bisschen schon mal den Vlog für nächste Woche Mittwoch zu schneiden. Ich weiß nicht, ob ich heute noch daran weiter schneide oder heute mal wieder ein paar YouTube-Videos gucke. Sowas wie Gronkh Let's Plays oder so. Ja, und dann morgen weiter schneide, weil ich ja jetzt morgen doch keinen Dreh habe und dann Zeit habe. Mal gucken. Aber ich bin so ein bisschen happy, weil ich lange nicht mehr so weit vorgearbeitet habe. Und wenn ich jetzt noch weiter vorarbeite, ich will versuchen, das schon für ein paar Wochen fertig zu machen. Vor allem, weil nächste Woche, glaube ich, ist das nächste Woche? Ich glaube, da kommt meine Cousine, Jule. Und Easy kommt, glaube ich, auch irgendeinen Tag oder so. Mal sehen, ich weiß nicht, wie wir wann, wie, wo, was machen. Das ist mal wieder eine Menge irgendwie, was auf einmal kommen könnte. Deswegen weiß ich nicht, mal sehen, wie, wo, was jetzt passiert. Ja, und ich würde gerne in der Woche, wo meine Cousine hier ist, weiß ich nicht, ob ich überhaupt dazu komme, was zu schneiden. Geschweige denn zu drehen. Rein theoretisch müsste ich diese Woche vielleicht noch mal ein bisschen was drehen. Mal gucken. Ich werde vielleicht nächste Woche gar nichts machen, also zumindest nicht von Montag bis Freitag. Also diesbezüglich, was so YouTube-Videos angeht, weil ich ja nicht sagen will, jo, jetzt schneide ich mal kurz oder jetzt drehe ich mal kurz. Gut, vielleicht ergibt sich ja was mit ihr, wo ich mit ihr was drehen kann. Mal gucken. Ich könnte mit ihr eine Challenge machen. Mal sehen, ob sie da Bock drauf hat. Oder wenn meine Cousine einen Tag kommt, dann vielleicht auch noch mal mit ihr. Mal sehen. Ich will mich aber auch eigentlich für diese ganze Woche auch nicht austragen bei den Drehs für als Komparse. Hatte ich erst überlegt, aber ich weiß es, ich will es eigentlich nicht. Wenn ich für irgendeinen Tag angefragt werde, würde ich gerne zusagen. Dann muss sie halt sich für den Tag irgendwie, je nachdem, wenn, manchmal bin ich ja nur ein paar Stunden da. Klar, ich brauche immer ein paar Stunden auch hin und zurück. Aber dann, sie findet ja irgendwas bestimmt hier, was sie machen kann. Und wenn sie nur draußen in der Sonne liegt und chillt oder und im Pool ist oder so oder sich mit dem Hund beschäftigt oder so, also irgendwas wird sie schon finden, hoffe ich zumindest. Ich mal sehen. So, und ich bin jetzt hier nicht aus irgendeinem Grund im Badezimmer, sondern ich wollte jetzt zum ersten Mal diesen Cognac-Schwamm hier benutzen, Natural Cognac Sponge, den ich mal von der Glossybox zugeschickt bekommen habe. Den haben ja richtig viele Leute zugeschickt bekommen. Ich glaube, jeder, der mal Glossybox hatte oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, ich kam, seitdem der mir zugeschickt wurde, und das war an dem Tag, wo ich beim Baumblütenfest war. Das heißt, es ist schon eine Weile her, war das im Mai? Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, aber es ist schon eine Weile her, wir sind jetzt im Juli. Ja, und seitdem liegt der bei mir rum, weil ich den gerne mal vor der Kamera testen wollte und ich kam noch nicht dazu, deswegen mache ich das heute. So, ich habe so einen Cognac-Schwamm habe ich jetzt auch vor kurzem, oder vor kurzem, kurz nachdem mir der zugeschickt wurde, ich habe vorher noch nie von so einem gehört, habe ich dann natürlich bei anderen Leuten, auch so Influencern, auch gesehen, dass sie halt sowas auch zugeschickt bekommen haben. Aber ich habe so einen Cognac-Schwamm dann auf einmal gesehen. Es gab mal bei Penny so ein Set, wo du dir Bee-Oil kaufen konntest, was ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr gerne verwende. Und da hattest du irgendwie so einen Cognac-Schwamm mit dazu in diesem Set oder so, ganz komisch. Fand ich auch cool, aber da dachte ich dann auch, vorher noch nie was davon gehört und jetzt plötzlich ist er gefühlt überall. Hier steht auch 100% aus natürlichen pflanzlichen Fasern, 100% biologisch abbaubar, ohne zusätzliche Konservierungsmittel, ohne Zusätze von Chemikalien, pH-neutral. Also es klingt schon mal gut. So, ich denke mal, das blöde Plastikscheiß muss jetzt hier irgendwie abgemacht werden. Was machen die da überhaupt? Oh mein Gott, der ist ja steinhart. Muss der so? Inhaltsstoffe.
Cognac-Wurzel, Bambuskohlepulver, ja, vegan, no animal testing. Das ist immer sehr, sehr gut. Ich bin aber gerade so ein bisschen, ich hatte sowas noch nie. Was ist das? Hängt man den auf? Oh, ist ja so zum Aufhängen. Cool. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. In Wasser eintauchen, anschließend überschüssiges Wasser ausdrücken. Mit oder ohne Reinigungsschaum in kreisförmigen Bewegungen behutsam über das Gesicht, Dekolleté oder Körper streichen. Nach jeder Anwendung sorgfältig ausspülen und ausfringen. An einen kühlen, trockenen Ort aufbewahren und alle 8 bis 10 Wochen auswechseln. Okay. Erstmal in Wasser eintauchen und anschließend überschüssiges Wasser ausdrücken. Okay. Er wird weich, auf jeden Fall jetzt im Wasser. Krass, ich bin gerade so, was ist das? Das ist so, oh mein Gott, diese, krass, wie sich die Konsistenz so krass ändert. Vorher sowas steinhartes, so jetzt ist der komplett nass und auch richtig weich, was der vorher ja nicht war. Jetzt bringe ich den mal aus. Ich mache es jetzt mal ohne Reinigungsschaum, einfach nur so. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Ich glaube, ich habe mal irgendwas darüber gelesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ich weiß nicht mehr, wofür das gut ist, was das eigentlich macht. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass hier irgendwas passiert. Ich mache es gleich nochmal mit Reinigungsschaum. Ich glaube, so viel wird da auch nicht passieren. Aber ich merke, ich glaube, meine Haut wird ein bisschen weicher. Ist so ein bisschen wie so ein Peeling, glaube ich. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht. Das ist so komisch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich nehme mal so ein bisschen hier von dieser Waschlotion von Cetaphil und mache das einfach mal so ein bisschen hier mit drauf. So. Ist jetzt kein Reinigungsschaum, ist jetzt eine Waschlotion. Aber ich glaube, das ist ja, hoffe ich mal, nicht so wichtig. So. Nach jeder Anwendung sorgfältig ausspülen und ausbringen. Ja. Ich werde jetzt mein Gesicht gleich noch abwaschen. Ich spüle jetzt gerade den Schwamm ordentlich aus und dann werde ich ihn zum Trocknen irgendwo hinhängen. Und ja, ich habe keine Ahnung. Also klar, man sieht ja meistens nach der ersten Anwendung, sieht man ja bei den meisten Produkten noch nichts. Das ist ja immer, man muss die meisten Produkte ja eh öfters anwenden, mehr als einmal. Und es ist ja meistens so, wenn du Sachen regelmäßig anwendest, dann funktionieren die auch. Ich wasche mal kurz mein Gesicht ab. So. Boah, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ist es jetzt gut, wenn ich mich jetzt hier nach erstmal eincreme? Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit echt nicht aus. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so wirklich informiert. Ich habe jetzt nur das genommen, was hier auf der Rückseite steht. So, ich muss jetzt mal gucken, wo ich den aufhänge. So, ich habe ihn jetzt erstmal da aufgehängt, wo ich mein Handtuch immer hinhänge. Ich wollte jetzt noch mal kurz im Internet gucken. Ich meine, klar, ich hätte mich auch vorher informieren können, aber ich dachte, damit reicht es schon, wenn ich mich so informiere. Ah, okay. Es hat so einen peelenden Effekt, habe ich mir schon gedacht. Haut- und umweltfreundlich. Cognac-Schwämme sind vegan und halten 2 bis 3 Monate. Haben die Beauty-Helfer ausgedient, können sie ganz unkompliziert mit dem Gartenabfall entsorgen. Vor der Anwendung in Wasser einweichen. Vor Gebrauch sollte das Schwämmchen 2 bis 5 Minuten in warmem Wasser baden. Steht jetzt hier zum Beispiel, stand jetzt hier nicht. Porentiefe Gesichtsreinigung, Peeling, Alternative für sensible Haut, sanftes Körperpeeling, nach der Anwendung leicht ausdrücken. Hier steht auch, dass man den nicht ausringen soll. Und hier steht zum Beispiel exakt, nach jeder Anwendung sorgfältig ausspülen und ausbringen. Hier steht halt wieder, nach Gebrauch genügt es, wenn das Naturprodukt mit klarem, möglichst warmem Wasser ausspülen und leicht trocken drücken. Auf keinen Fall ausringen, damit die feinporige Struktur erhalten bleibt. Gut, es kommt vielleicht auch immer darauf an, was man wieder für ein Produkt kauft. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht mal gekauft. Ich bin gespannt. Also scheinbar, ich überlege gerade, weil es gibt ja diesen Cognac-Schwamm aufzukaufen mit dem Bee-Oil. Und bevor ich mein Gesicht jetzt einfach eincreme, sage ich, nee, ich verzichte auf Creme und mache mir einfach etwas Bee-Oil aufs Gesicht. Das mache ich ja so oder so öfter, weil ich das sehr, sehr schön finde. Vor allem, weil es auch für meine trockene Haut sehr, sehr gut ist. Hilft aber auch bei noch mehr Sachen. Also nicht nur bei trockener Haut. Bee-Oil ist generell, finde ich, sehr, sehr schön. Und vor allem so eine große Flasche hält gefühlt ewig, weil dieses Öl so intensiv ist. Also ihr braucht gar nicht so viel davon. Ich glänze jetzt natürlich richtig schön wie so eine Speckschwarte, aber es ist mega, mega schön. Gut, ich habe mir den einen Tag zum Beispiel auch
Statt Bee-Oil habe ich mir einfach Kokosnussöl ins Gesicht gemacht und auf die Lippen, weil das ja auch sehr gut ist. Das war's dann eigentlich. Mal sehen, wenn ich das jetzt regelmäßig verwende, wie und ob das so funktioniert. Wenn das sogar nochmal ein besseres Peeling ist, wäre das natürlich auch schön. Das Problem ist auch leider, rein theoretisch müsste ich mein Gesicht, glaube ich, viel, viel häufiger peelen. Ich mache das ja jetzt nicht mal einmal die Woche. Und ich glaube, rein theoretisch müsste ich das mindestens einmal die Woche machen, damit meine Haut schön ist. Ich denke aber nicht immer dran. Ich habe so viele Peeling-Produkte, ich habe so eine Gesichtsreinigungsbürste. Beides denke ich nicht dran. Das ist irgendwie schade. Ja, das war schon mein Test. Ich kann dazu wahrscheinlich erst mehr sagen, wenn ich den öfters ausprobiere. Ich hoffe, da denke ich dran. Oder wenn ich das Ganze auf jeden Fall regelmäßig mache. Ich würde mich da vielleicht nochmal zu melden, irgendwie, wenn ich das jetzt öfter mache oder so, mal gucken. Oder ich kann euch vielleicht morgen auch schon sagen, wie sich vielleicht meine Haut morgen anfühlt. Vielleicht kann ich morgen mehr dazu sagen. Vielleicht kann man auch wirklich mehr dazu sagen, erst wenn man das schon öfter benutzt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte es unbedingt mal mit euch vor der Kamera testen, bevor ich das nur so teste, alleine für mich. Und euch wieder nur davon erzähle, zeige ich euch das lieber so. Das war es eigentlich schon für heute. Ich habe erzählt, was ich so gemacht habe. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich mal wieder ein bisschen vorgearbeitet habe. Mal sehen, ob ich heute noch weitermache oder heute dann nicht weitermache und dafür morgen. Mal sehen. Gut.